Das Breithorn im Wallis hat eher den Ruf, ein einfacher Berg zu sein. In meinem kommenden Bericht möchte ich dir zeigen, dass es noch so viel mehr bietet. Viel Spaß! So, nachdem wir jetzt heute schon die Breithorn-Überschreitung ja gemacht haben, wollen wir jetzt morgen noch Breithorn-Nordwand machen. Essen jetzt hier noch bei der Bahnstation unser selbst mitgenommenes Essen und werden dann noch ein bisschen weiter vorlaufen, weil die Hütte hat zu. Das heißt, wir müssen eh draußen bivakieren. Deswegen schauen wir, dass wir schon näher zum Einstieg kommen, damit wir morgen einfach weniger Wegzeit haben. Genau, und das heißt, jetzt wird das Essen warm gemacht und dann, denke ich, werden wir auch schon bald nach hinten laufen. Nach dem Essen ging es dann für uns abends Richtung erstmal Gandek-Hütte. Dort sollten wir eigentlich übernachten, oder das ist eigentlich der eigentliche Ausgangspunkt für die Tour. Die hatte aber noch geschlossen, weshalb wir uns dann entschieden haben, schon unterhalb der Nordwand zu schlafen. Das heißt, an der Gandek-Hütte ging es vorbei, dort dann über so Schotter runter. Also die Wegfindung fand ich jetzt wirklich nicht einfach, auch im Hellen nicht. Das heißt, wenn man die Tour wirklich von dort aus startet und im Dunkeln da startet, schaut es euch am Abend vorher an, wo man da runter geht. Das ist nicht ganz so leicht zu finden, da ist auch der Abstieg relativ, also wirklich nicht schön durch den ganzen Rollsplit. Und dann ging es über den Gletscher weiter bis hin zur Wand und dort haben wir dann unseren tollen Biwakstein gefunden. Der heutige Schlafplatz, bivakieren auf einem ziemlich großen Felsen, der so ein bisschen hier frei steht. Also, dass wir morgen früh gleich starten können. Am nächsten Morgen ging es dann um 5 Uhr für uns los. Die Nacht war echt relativ mild, von daher konnte man sehr gut schlafen. Jetzt rein für die Biwak-Ausrüstung hatten wir dabei eine Matte und einen Schlafsack. Okay. Und konnten dann so relativ gut schlafen mit einem traumhaften Panorama, wirklich einen tollen Blick von da aus. Also war wirklich ein perfekter Schlafplatz. Wir haben auch extra diesen Stein halt ausgewählt, damit wir nicht direkt auf dem Gletscher liegen und so es einfach nicht so kalt von unten zieht. Weil wenn man mal auf einem Gletscher geschlafen hat oder weiß eigentlich, was für eine Kälte da auch von dem Eis hochzieht, das macht es einfach nur unangenehm. Morgens, wie gesagt, sind wir dann losgelaufen. Die Tour hat eigentlich direkt auch begonnen. An Ausrüstung hatten wir zu dem Zeitpunkt einen Pickel draußen und die Steigeisen an. Hier war der Schnee relativ festgefroren, von daher sind wir da gut vorangekommen. Teilweise war auch noch ein bisschen Fels zu sehen im unteren Part. Aber wie gesagt, hier war der Aufstieg erstmal kein Problem im unteren Teil. Kurz noch ein paar Fakten zur Tour. Also die Tour ist mit S bewertet, also Schwierigkeitsgrad schwer. Kletterstellen bis 3A und Steilheit so zwischen 50 bis 60 Grad und eine Ernsthaftigkeit von E4 ist es angegeben. Das bedeutet große, lange und exponierte Tour. Ein Rückzug ist nur mit großem Aufwand und Risiko möglich. Ein Wettersturz kann dramatische Folgen haben, teilweise objektive Gefahren auf längeren Abschnitten. Orientierung braucht viel Erfahrung. Die Beschreibung kann ich eigentlich auch nur 100% zustimmen. Jetzt gerade der erste Part war relativ einfach noch auch in der Wegfindung und relativ logisch. Man sieht aber auch schon, dass hier wenig Schnee nur noch war. Wir haben auch immer jetzt hier am Anfang geschaut, dass wir auf jeden Fall noch im Schnee unterwegs sind. Da konnte man relativ schnell und gut aufsteigen. Immer kleine Serpentinen gemacht. Und so ging es dann für uns Schritt für Schritt hoch. Man kann diese Nordwand eigentlich in mehrere Parts aufteilen. Es ist nicht so klassisch, wie man es sich vorstellt, eine Nordwand. Das heißt nur die Wand hoch, sonst teilt sich in mehrere Parts auf. Durch
Durch die Breithorn-Nordwand gibt es verschiedene Touren. Wir haben den Weg über den Triftigrat gewählt, wobei man hier sagen muss, dass der Triftigrat keine wirkliche Grattour ist, sondern vielmehr eine Abfolge von steilen Flanken und dazwischen liegenden Plateaus, was dafür auch sorgt, dass die Tour eigentlich relativ abwechslungsreich ist. Da links sieht aus aus einem Gut. Ja. Wenn ich rumkomme, ziehen wir da rechts rüber. Ja. Der Rinne. Machen da vielleicht ein, zwei Kehren. Ja. Und oben, wo die Sonne so reinscheint. Ja, in die kleine dort, Aushöhlung. Genau, ja. Dort würde ich mal rein. Und dann sehen wir, ob wir rechts im Schnee. Vermutlich noch im Schnee dort hoch. Ja, gerade im unteren Bereich hat man dann den Gipfel gar nicht mehr gesehen. Das heißt, man hat nur so ein Zwischenplateau, konnte man da erkennen. Manu hat ja, wie gesagt, gerade hier nochmal den Weg erklärt, wie wir vorangegangen sind. Hier im Schnee, wie gesagt, sehr, sehr guter Halt, ging hier relativ zügig. Dann kam der Wechsel rein in den Fels. Das heißt, es war so ein bisschen Mixgelände, aber auch noch gut. Das heißt, wir hatten hier auch immer, wie gesagt, nur ein Eisgerät dabei, beziehungsweise draußen dabei hatten wir zwei Stück, vielleicht zur Ausrüstung allgemein. Wir hatten natürlich unser Biwaksack dabei, also Matte und Schlafsack, zusätzlich dann halt für die Tour zwei Eisgeräte, Steigeisen, Gurt, Helm, das übliche, Manu noch zum Absichern verschiedene Eisschrauben, er hatte glaube ich insgesamt vier Stück dabei, Karabiner, Friend für den Fels oder für Felsparts, die eventuell kommen könnten. Und noch Rollen und Umlenker. Generell an dem Tag hatten wir wirklich ein hervorragendes Wetter. Nicht so wie am Tag davor noch mit Wind, sondern diesmal wirklich nur rein Sonne. Und das war wirklich wunderschön. Auch jetzt hier gerade der Part im Fels ging relativ gut, weil hier eigentlich kaum noch Schnee lag. Weshalb man hier echt gut vorangekommen ist. Wir hatten aber die ganze Tour über die Steigeisen an. Und hier sieht man das gar nicht so genau. Wo es oben dann durchgeht, meinst du? Ja, es geht dann gleich links. Es geht auch jetzt so relativ gerade hoch in Richtung dieser großen Felswand, oder? Also genau. Aber da ist ja noch so ein kleiner, ja, so Türme oder so lose, ja, Blöcke, dort geht es von links. Und dann in so einer Kurve dran vorbei, sodass man auf diesem Plateau raus. Ja, von den Felsen ging es dann noch so ein bisschen über einen Schneegratfirn. Relativ gut, relativ fest alles. Bevor es dann wirklich ins steilere Gelände ging, wo wir dann auch wirklich die komplette Ausrüstung benötigt haben, das heißt auch noch das zweite Eisgerät, haben wir dann gleich rausgeholt. Und dann ging es auch nicht mehr im kurzen Seil weiter, sondern Manu ist dann eine Seillänge vorgestiegen und ich dann im Nachstieg hinterher. Ja, hier im unteren Part ging es relativ gut auch noch zum Aufsteigen mit den Eisgeräten. Der Schnee war noch dick genug, man musste nur ab und zu aufpassen. Man sieht auch schon die Felsen rausschauen, dass man da halt clever tritt. Nicht, dass man irgendwie da blöd wegrutscht, aber sonst hatte man hier noch sehr, sehr guten Halt. Ich habe Tourenberichte gelesen, weil ich mich davor informiert hatte. Die hatten extrem viel Schnee da drin, das heißt, sie konnten alles eigentlich im Schnee gut aufsteigen. Für die war es gar nicht so notwendig, überhaupt Sachen abzusichern. Also man sieht, diese Tour hängt wirklich auch stark von den Bedingungen ab. Bei uns waren dann später auch, sieht man das an dem oberen Teil, die Bedingungen schon grenzwertig. Also ich sag mal so ein bisschen später in der Saison wäre das auf jeden Fall nicht mehr möglich gewesen. Hängt natürlich jetzt auch viel davon ab, dass der Winter in dem Fall extrem schneearm war und natürlich die Temperaturen jetzt schon extrem hoch, sodass es auch viel einfach weggeschmolzen hat. Jetzt hier, wie gesagt, für mich so die erste Seillänge mit den Eisgeräten. Ging super gut. Ich hatte die Eisgeräte auch an meinem Gurt festgemacht. Das sind auch die Eisgeräte, mit denen ich sonst Eisklettern gehe. Das letzte Mal Eisklettern war bei mir Anfang 2020, muss ich wirklich sagen, habe ich bei der Tour gemerkt, dass es dann doch schon etwas länger her war. Also wenn man solche Touren macht, auf jeden Fall vorher nochmal Eisklettern gehen. Das schadet auf jeden Fall nicht oder beziehungsweise hilft enorm, was nochmal die Technik angeht. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Wie gesagt, weil es hier unten noch relativ guten Halt gab,
ist Manu, wie gesagt, vorgegangen, musste jetzt hier aber keine Zwischensicherung legen, sondern hier waren wir jetzt noch relativ dicht beieinander unterwegs. Später im oberen Teil war das dann aber gar nicht mehr möglich. Für mich war es ja auch eigentlich die erste Nordwand-Tour, deswegen für mich komplett neu, und das war auch der Hauptgrund, warum ich für die Tour einen Bergführer genommen habe. Das hatte ich auch mit Manu so schon abgesprochen. Ich wollte einfach mal in diese Welt der Nordwände eintauchen, um zu schauen, ob das überhaupt was für mich ist, ob das mir Spaß macht, weil bei Hochtouren weiß ich mittlerweile ganz genau, welche Touren mir auf jeden Fall Spaß bringen. Und das war einfach wirklich aus Interesse und einfach auch, um das in einem relativ sicheren Umfeld zu machen, habe ich mich dann dafür entschieden. Ich mache es ja generell eh so, dass ich alle Touren, die auf meinem Schwierigkeitslevel sind und drunter natürlich mit meinen Tourenpartnern mache, und alles, was drüber ist, so eine Tour, ein, zwei Touren im Jahr, die wirklich über meinem Level sind, die mache ich dann mit Bergführer. Das ist jetzt hier genau so eine Tour gewesen, einfach damit ich da für mich ein sicheres Umfeld habe, da habe ich das für mich so entschieden. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, es ist natürlich ein hoher Kostenfaktor, den darf man nicht außer Acht lassen. Da bin ich schon in einer sehr, sehr privilegierten Lage, dass ich mir sowas auch leisten kann. Mir ist es auch bewusst, dass es nicht jeder machen kann. Wenn man die Möglichkeit hat, ist es aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Weg. Und wenn nicht, dann ist es wirklich auch, weiß ich auch selber, dass es nicht möglich ist, dann sich einen Bergführer zu nehmen. Also gerade hier so dieser erste Abschnitt hat mir echt viel Spaß gemacht. Das ging wirklich auch echt gut, so auch von den Beinen, so von der Technik. Auch mit den beiden Eisgeräten, mit den Steigeisen. Und so bin ich da eigentlich relativ gut vorangekommen. War auch gut, dass die Tour eigentlich so relativ human begonnen hat, sodass es nicht gleich so richtig steil war, sodass ich mich da auch wieder gut erstmal dran gewöhnen konnte, auch mit beiden Eisgeräten unterwegs zu sein. Dann immer auch ja wieder so eine Mischung, teilweise auch im Fels dann natürlich festgehalten, wenn es die Möglichkeit gab. Also da immer wieder so ein bisschen Abwechslung. Und gerade dieses Mixgelände hat mir also wirklich sehr gut gefallen. Hier war es natürlich auch noch nicht so steil, aber es war gut, hier so zum Üben. Ja, dann kam es wieder so zu einem Part, in dem man einfach gehend absolvieren konnte. Das heißt, es ist wie gesagt keine durchgängige Wand, wo man durchgängig in einer steilen Wand drin hängt. Das heißt, man hat auch Gehpassagen zwischendurch, was es aber eigentlich relativ abwechslungsreich gemacht hat und auch für eine Nordwand untypisch. Wir hatten die ganze Zeit Sonne drin, es war echt warm an dem Tag auch. Von daher musste man sich um Kälte überhaupt keine Sorgen machen, was auch mal angenehm war. Jetzt kam wirklich so ein Part, der mir richtig viel Spaß gemacht hat, ging hier so in der Rinne hoch, war es dann aber auch so eine Mischung aus Schnee und Fels aufsteigen. Also das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Manu davor hat auch geschaut, dass man natürlich eine Zwischensicherung reinlegt, war im Fels aber auch hier gut möglich. Und nachdem Manu dann immer eine Seillänge vorgestiegen ist, bin ich danach gestiegen. Wie gesagt, da auch als Tipp immer ausmachen, welche Kommandos ihr euch vorher gebt, damit es da jetzt nicht irgendwie der eine unten wartet, der andere oben wartet und keiner geht, obwohl eigentlich einer gehen könnte, oder eine Sicherung schon rausgenommen wird, obwohl der obere noch gar nicht sicher ist. Also da vorher natürlich einmal absprechen, wie man es macht, wie die Kommandos sind, dass es da halt so kein Problem geht, gerade wenn man halt wirklich so wirklich mehrere Meter auseinander ist, weil dann ist es schwierig, das zu hören. Genau, und dann habe ich immer zu Manu aufgeschlossen und dann ging es weiter. Manu dann wieder hoch und ich danach wieder hinterher. Manu selber hatte natürlich dann auch das Seil mit dabei. Wir hatten ein 50 Meter Seil mit für die Tour dabei, was gerade dann auch später im oberen Teil wirklich ein Vorteil war. Genau, durch die Rinne ging es relativ gut hoch. Auch hier war der Schnee noch griffig genug, aber man sieht auch, dass es hier natürlich an ein paar Stellen schon weicher war. Das heißt, man musste wirklich schauen, dass die Eisgeräte gut gesessen haben, weil wenn man sich sonst dran gehalten hat, nicht, dass man die irgendwie weiter nach unten durchzieht und dann gar keinen Halt mehr hat. Es hat hier aber noch gut funktioniert, aber war auch schon nicht mehr so einfach.
Wie gesagt, ich habe Tourenberichte und Bilder von anderen gesehen. Da war alles voller Schnee. Die konnten da wirklich einfach sehr, sehr gut hochsteigen. Hatten wir jetzt nicht so. Das heißt, die Tour ist aus meiner Sicht jetzt die Saison nicht mehr möglich, bis da erstmal wieder ordentlich Neuschnee in die Wand reinkommt. Von daher muss man eher auch in Zukunft schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird, wann man welche Touren macht, um gerade nochmal diese Bedingungen abzuchecken. Gerade nochmal ein Tipp vielleicht zum Thema Bedingungen. Wie kann man Bedingungen abchecken oder woher weiß man eigentlich, wie es vor Ort aussieht? Eine große Hilfe sind tatsächlich Webcams. In der Schweiz vor allem sind viele Webcams. Da kann man wirklich mal schauen, und die haben eine gute Auflösung, da kann man wirklich schauen, wie viel Schnee liegt jetzt gerade irgendwo, was ist da alles möglich. Also von daher ist das wirklich ein Tipp. Nutzt Webcams, schaut vor Ort, wie die Bedingungen sind. So, nach dem Part waren wir eigentlich auf dem Zwischenplateau ungefähr auf ca. 3750 Meter. Das ist wirklich ein riesen Plateau auf einmal. Da konnte man auch wieder ganz normal rüberlaufen. Gerade ist noch im oberen Teil, muss man aber extrem aufpassen, weil der Gletscher da rüberhängt. Das heißt, da ist eine große Eisschlaggefahr bei der Querung. Da sollte man schauen, dass man natürlich nicht zu lange dort bleibt. Gerade bei den warmen Temperaturen kann es dann schnell auch dort gefährlich werden. Das ist auch so mit einer der gefährlichsten Parts, jetzt rein von den objektiven Gefahren. Also von daher dann im oberen Part schauen, dass man diese Querung schnell macht, und dann kommt man zum Gipfelaufschwung. Vielleicht zum Gipfelaufschwung, das ist eigentlich auch so die Schlüsselstelle, denn je nachdem, wie die Bedingungen dort sind, ist es leichter oder schwerer. Insgesamt sind es von da noch ungefähr 400 Höhenmeter, die man machen muss. Wenn man gute Bedingungen hat, kann man das relativ schnell schaffen. Wenn man schlechtere Bedingungen hat, dauert es ein bisschen länger, aber gleich siehst du dazu noch mehr. So, also Gipfelaufschwung. Wir konnten den eigentlichen Weg, der auch in dem Topo eingezeichnet ist, aus dem Buch Walliser Alpen Hochtouren Topoführer, den ich dir für solche Touren nur empfehlen kann, nicht nutzen, weil die Flanke war schon komplett blank. Das heißt, wir sind dort so einen kleinen Bogen außen rum gegangen. Hier hat dann auch Manu Eisschrauben als Zwischensicherung reingemacht, weil hier war es wirklich nur noch eine sehr, sehr dünne Schneeschicht und darunter direkt dann das Blankeis. Das heißt, die Schneeschicht hat so an sich nicht mehr gehalten. Wie gesagt, Manu vorgestiegen, ich nachgestiegen, habe dann die Ausrüstung mitgenommen und am nächsten Stand, wo wir uns dann getroffen haben, habe ich ihm dann die Ausrüstung wiedergegeben. Das war jetzt eigentlich auch so der Part, der dann wirklich auch anstrengend wurde. Natürlich auch, je länger es geht, man kann es dann noch später sehen, oder ich sage es dann auch später nochmal. Aber hier muss man wirklich sagen, das ist so wirklich dann die Schlüsselstelle. Hier waren auch wirklich die zwei Eisgeräte wirklich absolut notwendig. Generell kann man sagen, die Bedingungen bei uns waren wirklich alles andere dann als optimal. Ich habe wirklich Tourenberichte gelesen, die hatten in dem Part noch so viel Schnee, die konnten da wirklich im Schnee hochsteigen, ohne Zwischensicherungen zu setzen. War bei uns wirklich nicht möglich. Also wir mussten wirklich auch die Zwischensicherungen setzen. Gerade auch im oberen Part wurde es eher noch blanker, als es eh jetzt schon war. Und das hat eigentlich auch so die Schwierigkeit dann bei der Tour gemacht. Manu selber ist immer sehr, sehr schnell hochgestiegen. Also da merkt man natürlich, dass er das nicht zum ersten Mal macht. Manu hat generell schon echt viele Nordwände auch in den Alpen gemacht. Von daher kennt er die auch alle. Den Weg jetzt selber aber auch jetzt zum ersten Mal. Für mich selber, wie ja gesagt, die erste Nordwand. Und das habe ich wirklich auch so in der Erfahrung oder in der Technik gemerkt. Bei mir ist es immer so, wenn ich dann was Neues in den Alpen mache, irgendwas so von Touren, die ich noch gar nicht kenne oder über meinem Schwierigkeitslevel sind, merke ich, dass es mich auch nicht nur körperlich natürlich anstrengt, sondern auch vom Kopf her deutlich anstrengender ist als jetzt irgendwelche Touren oder irgendwelche vergleichbaren Touren, die ich schon gemacht habe. Von daher ist es wirklich auch hier nochmal außerhalb meiner Komfortzone gewesen. War so an sich dann auch nochmal nicht nur eine körperliche Belastung, sondern auch nochmal für den Kopf eine Belastung, weil man sich wirklich hier daran gewöhnen muss, dass man halt einfach in so einer Wand ist und, wie auch vorhin schon erklärt, bei der Ernsthaftigkeit nicht wirklich eine Chance hat, wenn man die Tour einmal gestartet hat, da nochmal abzubrechen.
Ja, auch hier ging es teilweise sowohl durch den Schnee wie auch durch den Fels. Dort habe ich dann immer so versucht, irgendwie meine Eisgeräte so zu platzieren. Entweder, dass ich mich daran hochziehen konnte oder so, dass sie mir nicht im Weg waren und ich meine Hände nutzen konnte für den Fels. Im Fels selber sieht man auch hier, weiß man auch so einen Schlaghaken mit drin. Das heißt, den konnte man auch als Zwischensicherung nutzen. Sonst generell ist aber natürlich in der Wand gar nichts. Jetzt wirklich so als Sicherungsmittel. Das heißt, du musst wirklich alles selber absichern. Das heißt, du musst auf jeden Fall wissen, wie du Eisschrauben setzt. Auch Friends ist hier teilweise hilfreich gewesen. Und von daher muss man hier für so eine Tour, für so eine kombinierte Tour echt viel können. Und ich war sehr, sehr froh, auch diese Entscheidung ja getroffen zu haben, das mit Bergführer zu machen, weil mich das wahrscheinlich, für mich wäre das einfach zu viel gewesen, sonst diese ganze Tour selbst durchzuführen. Von daher, das wäre auf jeden Fall nicht drin gewesen. Das muss man auch mal realistisch dann so einschätzen. Aber mit Bergführer, wie gesagt, im Nachstieg war es dann für mich natürlich möglich. Verhältnisse haben sich immer wieder abgewechselt. Mal war mehr Schnee, mal war weniger Schnee in der Wand. Drin. Mal gute Stufen. Je nachdem war auch die Seite mal einfacher, mal schwerer. Einfach. Jetzt links sieht man auch so mal ein bisschen den Eisabbruch, unter dem, den man vorher halt auch gequert hat. Also das muss man wirklich auch wissen, dass man da halt dann wirklich schnell ist. Nicht, dass gerade auch bei dem Wetter dann da was runterkommt. Also wirklich die Gefahr ist da auch schon da und deswegen muss man auch wirklich immer schauen, wie die Bedingungen sind. Aber jetzt der Part ging wieder relativ gut. Manu hat natürlich dann auch Dritte reingetreten, die ich dann auch gut nutzen konnte. Das hat mir natürlich als Nachsteiger extrem geholfen. Jetzt mal auch so der Blick hinten runter. Das war jetzt so der Blick runter dann auf das Plateau. Das heißt, man sieht oder konnte nie oder hat nie komplett runter gesehen, was das Ganze dann natürlich auch für den Kopf her ein bisschen einfacher gemacht hat, weil man nicht irgendwie so 1000 Meter, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, runter gesehen hat. Die Wegfindung jetzt vielleicht hier so in der Wand ist eigentlich schon relativ logisch. Es geht fast gerade hoch Richtung Gipfel. Man muss natürlich dann immer schauen, gerade bei diesen Felspassagen, ob man die links oder rechts rum umgeht. Auch in dem Führer gibt es zwei Varianten. Einmal, dass man im oberen Part links rum geht oder rechts rum geht. Es wird wirklich sehr stark von den Bedingungen abhängig. Also von daher, schau dir das vorher gut an. Und dann musst du halt aber auch vor Ort entscheiden, was dann wirklich möglich ist. Jetzt sieht man hier schon so auf der rechten Seite hinter mir wirklich auch schon das Eis so durchglänzen, was hier auch jetzt wirklich dann im oberen Part immer häufiger kam. Vielleicht zu meiner Ausrüstung war ich damit zufrieden, was ich dabei hatte, also mit meinen Eisgeräten auf jeden Fall. Also die hatten echt immer einen super guten Halt, haben mir auch da sehr viel Sicherheit geboten. Mit meinen Steigeisen bzw. mit meinen Schuhen war ich gar nicht zufrieden. Ich hatte von Petzl Steigeisen. Die Steigeisen sind super, das Hauptproblem waren tatsächlich eher die Schuhe. Weil ich hatte meine Lowa-Schuhe an. Die sind sehr, sehr leicht, sind auch super im Fels so zum Klettern, haben aber den Problem, dass die nicht ganz so steif sind wie jetzt andere Schuhe. Bedeutet, wenn man dort versucht, mit den Frontalzacken ins Eis reinzutreten,
verliert man sehr, sehr viel Kraft, die man aufwendet im Schuh, weil der Schuh das nicht so gut weitergeben kann, sich so ein bisschen biegt und verzerrt. Von daher war das, so ist rein von der Schuhwahl nicht die beste. Es ging, aber wenn ich die Tour oder solche Touren nochmal machen würde, würde ich auf jeden Fall schauen, dass die Schuhe deutlich steifer sind, sodass die Kraft, die ich in diesen Schlag reinsetze, auch wirklich dann ins Eis geht und sich nicht irgendwo im Schuh verliert, weil das kostet natürlich am Ende des Tages extrem viel Kraft. Je länger die Tour ging zum Thema Kraft, habe ich das auch gemerkt, dass wir am Vortag unterwegs waren und auch natürlich dann noch die Engelhorn-Überschreitungen in den Beinen hatten. Deswegen also für die Beine oder gerade für die Waden wurde das wirklich mit Schritt zu Schritt anstrengender. Bedeutet, ich wurde mit Schritt zu Schritt langsamer. Jetzt nicht extrem langsam, aber ich habe wirklich schon gemerkt, dass ich gerade an den Ständen oder auch zwischendurch wirklich mal so eine kurze Pause benötigt habe, wo ich einfach dann nochmal für mich in Ruhe durchatme, wo ich dann wirklich auch nicht mehr komplett alles auf einmal durchsteigen konnte. Hier kam es dann eigentlich wirklich so der spaßige Part in Anführungszeichen, weil hier wurde es dann wirklich plank. Das heißt, hier musste man die Eisgeräte sowie auch die Steigeisen richtig reinschlagen. Wie gesagt, bei den Eisgeräten ging das super gut. Da hatte ich wirklich einen tollen Halt. Also das hat wirklich auch richtig Spaß gemacht, mit den zwei Eisgeräten da unterwegs zu sein. Aber wirklich an den Schuhen, wie es vorhin schon beschrieben hat. Das war dann nicht mehr so einfach, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich mehr Kraft benötigt habe, natürlich aus dem Arm. Was in dem Fall zum Glück noch gut ging. Aber technisch schön war das bei Weitem nicht und natürlich auch jetzt kraftsparend erst recht nicht. Was natürlich wirklich dazu geführt hat, dass ab dem Part dass für mich die Tour immer anstrengender wurde. Ich stand natürlich dann auch nicht so sauber, weil ich auch das Gefühl hatte, ich hatte nicht so guten Halt. Also wie gesagt, wirklich, wenn ihr solche Touren macht, schaut wirklich auf die Schuhe, dass die nicht so weich sind. Habe ich vorher auch wirklich nicht dran gedacht. Meine alten Schuhe, mit denen ich früher auch immer Eisklettern war, sind mittlerweile auf dem Schuhfriedhof, weil die einfach komplett durch waren. Und deswegen hatte ich jetzt dann die Schuhe. Aber wie gesagt, für die nächsten Touren werde ich mir da auf jeden Fall nochmal andere Schuhe kaufen. Jetzt hier so wirklich auch so mit der steilste Part. Manu dann da souverän vorgestiegen. Also es war wirklich beeindruckend, das zu sehen. Gerade wenn ich dann weiß, wie ich hinterher gehechelt bin. Also das ist echt schon cool, wenn man so gut unterwegs ist. Deswegen hat es auch für mich Spaß gemacht, sowas zu beobachten. Auch Manu hat mir zwischendurch immer wieder Tipps gegeben, worauf ich achten kann, damit es für mich auch leichter wird. Ja, jetzt war eigentlich so der schwerste Part für mich geschafft. Jetzt hier wieder im Schnee hatte ich wieder relativ guten Halt. Habe jetzt aber hier auch gemerkt, dass wirklich dieser Part über die Kante wirklich ordentlich Kraft gekostet hat, weshalb ich jetzt hier dann erstmal nochmal kurz eine kleine Verschnaufspause eingelegt habe. Ist hier noch einmal der Blick zurück runter. Also wirklich auch traumhaft hinten mit der anderen Bergkulisse, konnte man aber natürlich während der Tour nicht wirklich genießen. Also ich habe da wirklich nicht viel um mich herum mitbekommen. Jetzt hier oben, dann war auch wieder ein bisschen mehr Schnee, aber unter dem Schnee halt wieder echt komplett blank Eis. Und es war auch echt so vom Gelände nicht ganz so einfach für mich, das muss ich wirklich auch einfach so sagen. Ja, ich glaube, man hört es auch an meinem Geschnaufe. Also es war wirklich super anstrengend für mich, körperlich vor allem, weil ich dann auch, wie gesagt, die Tour vom Vortag gemerkt habe, die komplette Woche schon und jetzt ja auch in dem Jahr noch gar nicht in den Bergen war. Von daher war das jetzt nicht ganz so optimal, aber so ist rein so die Gestaltung von dieser kompletten Woche war eigentlich echt gut so von der Steigerung. Erstmal so nochmal ein bisschen im Fels ja unterwegs, dann diese Breitenüberschreitung, was ja schon so ein bisschen mixed war. Und jetzt dann zum Abschluss die Nordwand, also wirklich beeindruckend, hat mir aber auch nochmal gezeigt, wie vielseitig doch das Breithorn an sich ist.
Man hat es ja in seinem Kopf irgendwie abgespeichert als einfacher 4000er. Du läufst kurz vom kleinen Matterhorn hoch und läufst dann wieder zurück. Nichts Kompliziertes, aber es bietet halt so viel mehr. Es gibt ja allein durch die Nordwand so viele Touren, dann die Überschreitung. Also wirklich das für jeden was dabei. Also wirklich einfach nur hammerschön. Jetzt kam hier nochmal so der letzte Part, wo es nochmal durchs Blankeis ging. Da hat Manu dann auch echt einige Zwischensicherungen gesetzt. Wenn es sonst die Bedingungen ganz gut waren, ist er wirklich die komplette Seillänge vor und hat dann oben wieder den Stand gebaut. Jetzt aber wirklich an so eher kritischen Phasen hat er dann wirklich auch noch die Eisschrauben zwischendurch reingesetzt, was hier auch in dem Part echt gut war, weil es war auch so mit nochmal der anstrengendste Part jetzt hier für mich. Ja, so ging es dann Seillänge für Seillänge immer weiter hoch. Man hat dann auch irgendwann schon links gesehen, die anderen Gipfel vom Breithorn wusste, so lang ist es dann doch nicht mehr. Auch noch jetzt hier nochmal der Felspart, das ist wirklich so die Stelle, wo man ja wie gesagt einmal links rum, einmal rechts rum gehen kann. Wir sind wie gesagt aufgrund der Bedingungen links rum gegangen. Wegfindung, deswegen würde ich schon sagen, relativ logisch. Aber man muss halt wirklich auch schauen, wie die Bedingungen sind, daher wir auch am Anfang auch nicht da entlang gehen konnten, wo wir eigentlich wollten. Jetzt sieht man hier auch nochmal wirklich, ich habe die Pausen, wirklich jede Pause gefühlt gebraucht. Immer so gefühlt zum Schluss nur so 3-4 Schritte gemacht, dann kurz stehen geblieben. Je höher wir natürlich kamen, umso besser wurde es dann wieder, weil natürlich dann auch die Motivation da war. Oder man den Gipfel ja gesehen hat, dass dann auch nochmal so einen kleinen Schub gegeben hat, aber gerade so zwischendurch war es dann schon nochmal anstrengend. Ja, jetzt hier wirklich kurz unterhalb vom Gipfel, auch hier war das Gelände uns noch nicht mehr ganz so gnädig. Auch hier war wirklich viel Plankeis darunter, aber danach waren wir eigentlich aus dem Gröbsten raus, was ich jetzt dann ja auch nicht mehr filmen konnte. Ja, oben auf dem Gipfel angekommen, 12.13 Uhr, also wir haben gesehen, wir haben fast 4 Stunden für diesen letzten Gipfelaufschwung gebraucht, was auch so wirklich der anstrengendste Part war. Oben am Gipfel war ich einfach nur happy, es war wirklich so von den Gefühlen übermannt, weil es für mich wirklich so ein Meilenstein war, wirklich mal so eine Nordwand in den Alpen gemacht zu haben. Das Schöne natürlich dann hier ist, der Abstieg ist natürlich relativ simpel, dann über den Normalweg, wie auch am Tag vorher bei der Breithorn-Traverse. Ging es jetzt hier ganz normal über die Autobahn runter. Auch hier war es teilweise schon der Weg blank, was schon echt krass ist, wenn man sich überlegt, dass es im Juni die Tour ist oder die Tour war. Also von daher hat man wirklich gesehen, dass es dieses Jahr echt wenig Schnee gab. Aber jetzt nochmal zur Tour, also wirklich eine gigantische Tour. Eine sehr, sehr lange Tour, wenn die Bedingungen schlecht sind. Für mich eigentlich so 2 Schlüsselstellen, einmal der Gipfelaufschwung und einmal auch die Wegfindung erstmal runter zum Einstieg. Ich kann das natürlich nur aus meiner Brille empfehlen. Wenn ihr sowas noch nicht gemacht habt, nehmt euch definitiv einen Bergführer für solche Touren. Geht auf jeden Fall vorher Eisklettern für die Technik, für die Grundlagen. Und steigert euch da langsam rein, weil sonst ist das wirklich ein richtiges Brett, das am Anfang zu machen. Für mich ging es dann von da aus dann direkt übers Kleinmatterhorn runter nach Zermatt, von Zermatt dann nach Haus und es war dann die Tourenwoche mit Manu mit wirklich eigentlich nur Highlight-Touren. So, ich hoffe, dir hat der Tourenbericht gefallen, konntest auf jeden Fall was mitnehmen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich natürlich über ein Abo und wir hören uns dann beim nächsten Tourenbericht. Bis dann.